du meine Güte, ist das neblig. Wow, okay. Vielleicht regnet es ja gleich. Das wäre super, denn ich möchte heute mit euch jede Menge anpflanzen. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, hier zurück bei Disney Dreamlight Valley. Hallo, Mickey. Ja, wie geht's dir? Hallo. Moment. Wir wollen nicht ins Traumschloss. Halt. Hallo, du. Hey, du. Ja, wir wollen heute Salat abbauen. Ne? Komm, lass uns abhängen. Oh, das würde ich sehr gerne, Adeline. Alles klar. Denn unser Salatfeld ist ja fertig. Und wir brauchen Geld für Remis Haus. So. Entferne kleine Nachtdornen. 203 von 230. Wunderbar. So, ich ernte natürlich erstmal hier alles ab. Ja, du bist. Ja, so. Das Eichhörnchen hat mich auch vermisst. Wie schön. So. Oh, schön. Das ganze Feld voller Salat. Ja, ich würde natürlich sagen, wir legen heute auch nochmal zwei weitere große Felder an. Ne? Damit wir ja richtig viel verdienen. Und wie sieht's denn hier aus? Du meine Güte. Junge. Da ist man einen Tag nicht da und schon übernehmen die Nachtdornen wieder das Gebiet. Naja. Das kriegen wir schon hin. Ne? Wir sind motiviert. So. Da unten, du meine Güte. Nachtdornenhausen. Das kann man so nicht lassen. Ne? Das muss alles weg. So, Holz ist natürlich auch gut, denn ich wollte auch heute mit euch ein bisschen Truhen herstellen, dass wir auch die ganzen Salatköpfe einlagern können, beziehungsweise die ganzen anderen Sachen, die wir so haben. So. Na. Denn ich weiß ja nicht, ob sich das irgendwann mal ändert mit den Salatsamen. Ob dann Goofy vielleicht nur noch andere Samen hat, also vielleicht so Karottensamen oder sonst irgendwas und wir Salatsamen nicht mehr bekommen. Das weiß ich nicht. So. Wunderbar. Oh, meine Güte. Schnell. Münzen sammeln. Münze. Jawohl, Münze. Ah, komm schon. Ja, und. Oh, super. Juhu. Eine gelbe Truhe. Wow. 135. Das ist doch super. Das ist doch schon mal klasse. So. Das Geld liegt sozusagen auf der Straße. Aha! Level 7! Hurra! Und wir kriegen 1000 Münzen. Wow! Danke, Mickey! So, Stein baue ich jetzt nicht ab. Das mache ich dann nachher mit Merlin. So. Der hilft uns ja bei Stein und beim Umgraben nachher Goofy. So haben wir es, glaube ich, gemacht. So, deswegen erstmal hier ernten mit Mickey Maus. Ach, schön. Herrlich. Und dann bauen wir natürlich auch noch die Villa von Remy auf. So. Oh, entferne Nachtdorn. Ich glaube, wir müssten uns auch mal das Event anschauen gerade. Ich habe jetzt hier schon mal das eingesammelt und das. Handschuh-Make-up und Mondstein. Jetzt haben wir 15, das heißt, da braucht es noch ein bisschen. Na gut, okay. Wir gehen einfach jede Aufgabe durch, ne? So. Oh, herrlich. Aber was ich mit diesen Dingern hier mache, mit den Baumstümpfen, das weiß ich noch nicht. So, aber es sieht doch schon mal viel besser aus. Jawohl, super. Okay, dann ernten wir mal Salat. Auf geht's. Oh, und Mickey strahlt vor Sternchen. Wow, richtig super. Bonussalat. Haha. Nicht zu verwechseln mit Bohnensalat. So. Super. Dann bist du doch bestimmt gleich ein Level weiter, Mickey, ne? Aha. Oh, Junge. Das macht Spaß. So, hier ein Bonussalat. Probieren wir mal. Oh. Ja. Wow. Du meine Güte. Das hat ja super geklappt. So. Oh, noch einer. Ja, solange wie das der Rücken aushält. Schneller. Juhu. Oh, super. Du meine Güte. Also, es ist jetzt nicht nur so, dass wir die 150 Salatköpfe
hier haben, sondern da gibt es jede Menge Bonussalat. Und Mickey levelt, dass es richtig wahnsinnig ist. So, ganz schnell, aufhören, aufhören, aufhören. Schnell, Salat, 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 Salat. Oh mein Gott, oh, wer soll das denn schaffen? Wer soll das denn bitte schaffen? Du meine Güte, das war ja unmöglich. Also, ich weiß es nicht, hätten wir das schaffen müssen? Ich glaube, ich habe vielleicht zu lange gesammelt. Man muss sofort reagieren, vielleicht. So. Und ich habe mich nochmal nach einem Salat gebückt. So, na, ich nehme mal das hier. Juhu! Was wird es sein? Oh, von Ratatouille, wie schön. Herrlich. So. Die nächste Reihe. Oh, Junge, das macht Spaß. Ja, Mickey, mir auch. So. Vor allen Dingen, wir bekommen pro Salat 8 Münzen. Und ein Salatsamen kostet 3 Münzen. Also wir machen richtig Umsatz. Aber wir brauchen ja auch 2000 Münzen hier für Remis Villa. Der kleine, große Koch braucht natürlich auch eine entsprechende Unterkunft. Ist ja ganz klar. Ne? Und als bester Koch des Universums ist das Mindeste natürlich auch so eine Villa. Ist ja ganz klar. So. Jawohl. Juhu. Wow. Klasse. So. Salat, Salat, Salat. Und die Eichhörnchen, die staunen. Ja, da sind bestimmt auch ein paar Nüsschen jetzt hier in den frei werdenden Feldern. Ne? Ist da eine Nuss drin? Oh. Lecker. Guten Appetit. So. Weiter geht's. La, 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 la. Wow. So. Und ich glaube, es ist auch sehr viel Erde dabei. Oder was haben wir da aufgehoben? Fruchtbare Erde. Wow. Und wir haben jetzt schon fast 200 Salat. Also 176, um genau zu sein. Das ist doch super. Es läuft. So. Ui. Juhu. Ich bin Level 8. Ja. Und was bekomme ich? Irgendwelche Stiefelchen? Astralstiefel. Wow. Das ist natürlich was ganz anderes. So. So. Mal gucken, ob ich jetzt hier die Reihe nach oben komme. Jawohl. So, wieder ein Bonussalat. Ja. Juhu. Komm, Mickey. Greif in den Salat. Ja. Juhu. Wow. Du meine Güte. Wieder ein Puzzleteil. Das sieht nach der Monster AG aus. Ja, super. Klasse, klasse, klasse. Du, 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 du. So. Gleich haben wir das ganze Feld abgeerntet. Da, 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 da. La, 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 la. Da, da, da. Wir ernten jetzt Salat. Salat, der ist parat. Juhu. Für Remis Haus. Es ist doch so da, aber Salat ist wunderbar. So. Gleich haben wir's. Ah, komm, Mickey. Erst einmal Endspurt. Oh, noch 5. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Noch 1. Und da, ah, wir haben den Salat. Haha, super. Wow. So, jetzt bin ich gespannt. Wie viel ist es jetzt im Endergebnis? Wieder ein Puzzleteil. Oh, König der Löwen. Wow. Okay, so, wir haben 100, 200, ja, 278 Salat zum Verkaufen. Und das Feld ist nur 150 groß. Cool. Aber das zeigt, wir haben jede Menge Bonussalat bekommen. Richtig toll. So, hier bauen wir gleich den Stein weg. Aber das machen wir dann, wie gesagt, mit Merlin. Goofy, altes Haus. Kundschaft. Schön, dich zu sehen. Hallo, Freund. Womit kann ich behilflich sein?
Ja, ich verkaufe dir jetzt einmal Salat. So, 50, nochmal 50, 200, 200, 78 für 2224 Münzen. Junge! Boah, 4158 Münzen habe ich jetzt. Wow, ich bin reich! Juhu! So, und wir kaufen natürlich wieder Salatsamen. Yay! Yeah! Ja, ne? Es ist ja ein Geben und ein Nehmen. So. Und ich kaufe einfach mal so ein bisschen. So. Oh, noch ein bisschen. Inventar ist voll. Alles klar. Okidoki, du kannst jederzeit wiederkommen, wenn du etwas brauchst. So, wunderbar, wunderbar. Jetzt würde ich sagen, wir verabschieden Mickey Maus, oder? Wir machen hier erstmal Ordnung. Ordnung machen? Ja, ich komm. Machen wir Ordnung. Die Truhe nehme ich auch gleich. So. Einmal kurz das Inventar geschaut. Habe ich schon genug Stein und Holz für eine Truhe? Ich schau mal. Kleine Truhe, Weichholz noch einmal und ein bisschen Stein. Okay. Also 11-mal Stein. Dafür brauche ich jetzt eigentlich Merlin. Wo ist er denn? Wo ist Merlin? Da sind Onkel Dagobert und Goofy. Merlin, da ist er. Er wartet auf uns. So, Mickey, komm. Komm mit zu Merlin. Hallo Häschen. Oh, du bist so süß. Hallo Merlin. Alter Zauberer. Diese Säule ist nur eine von vielen, die im Dorf verstreut sind. Solange ich mich zurückerinnern kann, schützten die Säulen das Tal und bewahrten es vor der dunklen Magie. Aber jetzt nicht mehr. Die Säulen sind beschädigt, Annalyn. Wie wurden sie beschädigt? Was ist mit ihnen? Wie kann ich sie reparieren? Indem du sie wieder ganz machst. Finde die wichtigen fehlenden Teile der Säulen. Jede Säule enthielt einst eine Kugel der Tugend. Die Kugeln enthalten mächtige Magie. Jede von ihnen steht für eine Tugend, auf deren Grundlage der alte Herrscher das Tal erbaut hat. Diese Tugenden gehören zu den mächtigsten Arten der Magie. Vertrauen, Freundschaft, Macht, um nur einige zu nennen. Macht ist eine der Tugenden? Ja, Macht kann tugendhaft sein, wenn sie weise ausgeübt wird. Was leider selten der Fall ist. Das ist der Grund, warum wir diesen magischen Schlamassel durchleben mussten. Was ist mit den Kugeln passiert? Als unser Herrscher verschwand, gingen einige verloren. Manche wurden vergessen. Und andere wurden wegen ihrer Magie gestohlen. Ich muss die Kugeln finden, damit das Dorf sicher bleibt. Um die Tugend des Dorfes wiederherzustellen. Um alle Magie für mich selbst zu bekommen. Finstere Lache. Ich muss die Kugeln finden, damit das Dorf sicher bleibt. Genau. Solange du nur das Beste für das Dorf im Sinn hast, wirst du auf dem richtigen Weg bleiben. Diese Säule enthielt die Kugel der Freundschaft. Eine der mächtigsten Kugeln des Dorfes. Die Kugel hat sich jetzt in einem Nachtdorn verfangen, der stärker ist als alle anderen, denen du bisher begegnet bist. Seit die Kugel verfangen ist, ist der Brunnen auf der Wiese mit einem Fluch belegt und wir können ihn nicht mehr benutzen. Du musst die Kugel von den Dorn befreien, indem du beweist, dass du die Kraft der Freundschaft besitzt. Ich bin ein toller Freund. Ich werde immer wieder neue Freunde ins Dorf bringen. Habe ich mich nicht schon genug bewiesen? Ja, ich werde immer wieder neue Freunde ins Dorf bringen. Ja, es ist sehr wichtig, dass wir unsere Freunde zurückholen, aber das reicht nicht. Aber wir dürfen auch nicht alle jene vergessen, die bereits hier sind und versuchen, ihr Leben wieder aufzubauen. Kleine Taten der Hilfsbereitschaft können viel bewirken. Wie wenn man jemanden ein Geschenk macht. Einfach, weil man glaubt, dass es ihm gefällt. Zeit miteinander verbringen. Wie nennt ihr Kinder das heutzutage? Zusammen abhängen. Also, red mit den Dorfbewohnern, um sie besser kennenzulernen. Aber am wichtigsten ist, dass sie dich kennenlernen. Wenn du das verstanden hast, wird die Kugel der Freundschaft dir gehören. Bringe sie an ihren rechtmäßigen Platz zurück und der Fluch des Brunnens wird aufgehoben sein. Ich würde sagen, dass Dreamland Valley noch einer Menge Arbeit bedarf. Ja, auf jeden Fall. Hallo! Lasst es abhängen. Hervorragende Idee! Es wird eine gute Gelegenheit sein, unser Wissen zu erweitern.
So, okay. Hängen wir jetzt alle ab? Hänge ich jetzt auch mit Michi ab? Nee. Michi geht und wir sind jetzt mit Merlin unterwegs. Und das heißt, wir können ihn leveln, wenn wir hier Steine abbauen. Wie schön. So, Inventar ist voll. Okay, dann schauen wir nochmal. Ich würde ganz kurz den Salatsamen wegbringen. So, Merlin. Boah, der ist aber richtig fit. Du meine Güte. Komm, Zauberer. Junge, Junge, Junge. So. Einmal kurz zu Hause den Salatsamen eingelagert. So. So viel Platz müsste ich ja eigentlich noch haben, ne? So, Salat, Salat, Salat. Alles rein damit. So. Dann haben wir noch Erde, Weizen. Okay. Vielleicht habe ich in den anderen noch ein bisschen Platz. So, hier kann noch ein bisschen Saatgut rein. So. Okay. Und hier das. So. Das heißt, wir hätten wieder genügend Platz. Die schmeiße ich auch mal ganz kurz hier rein. 150 Salatsamen können wir gleich entsprechend im Feld ausstreuen, ausbringen. So. Und wir machen jetzt mit Merlin erstmal ein bisschen Stein weg, sodass wir uns weitere Lagerkisten kaufen können, bauen können, natürlich. So, Stein. La la la, la la la, la 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 la. Super. Oh, schon Stufe 2. Oh, entschuldige bitte, Marlen. Dann gucken wir mal. Ja. Wow. Und da unten auch jede Menge Stein wieder. Und vor allem hier dieses Mineral brauchen wir auch. So. Ja, wunderbar. Level 3. So, Level 3 bringt uns ein Schwert. Oder was ist das? Hm? Excalibur? So. Erstmal die ganzen Steine weggemacht. Ja. Klack, 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 klack. Klack, 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 klack. So. Super. Oh, Junge! Du machst das super! Danke, Merlin. So. Felsflecken abgebaut, habe ich auch. Hier noch ein bisschen Fels. So. Die Kiste hole ich nachher, ne? So. Kriegt jetzt Merlin auch Punkte, wenn ich jetzt hier den Nachtdorn entferne? Ah ja, das geht auch. Okay, gut. Also das können wir auch machen. So. Ich glaube, ich muss kurz nach Hause meine Energie aufsammeln. Auffrischen. So. Oh, oh. Junge, Junge, Junge. Ist das anstrengend. So. Ja, hier hinten in dem Bereich, da machen wir gleich überall Feld. Lalalala. So, einmal kurz Energie. Ah, danke schön. So. Vielleicht laufen wir hier lang, Merlin. Was hältst du davon? Hier gibt es nämlich auch noch so Steinflecken. Ja. Ah, super. Oh, was ist das? Gold? Oh, ja. So, nochmal 500 Münzen. Wow. Ja, was ist das? Ein Opal. Aha. So, und ich glaube, wir sammeln mal ein bisschen unsere Belohnungen ein. Entferne kleine Nachtdorn haben wir gemacht. Verkaufe Gemüse. Hier in der Menge. Kaufe Samen auf der friedlichen Wiese haben wir auch gemacht. Du meine Güte. 500 Dreamlight. Wow, dankeschön. So, Dreamlight Pflichten, verkaufe 3 Gemüse. 3000 Dreamlight, wow, alles klar. Super.
Richtig toll. So, hier ist nochmal Weichholz. Ja. So, das zauber ich auch alles weg, ne? So. Wunderbar. Das sieht doch schon viel besser aus. So, Truhe, ja, ich weiß. Truhen sammeln wir alles später auf einmal. So. Hier ist wieder ein Brunnen. Wahrscheinlich auch wieder zum Greenlight sammeln. Aber der scheint momentan noch befallen zu sein. Ja. Und genauso wie die Baumstämme sind hier die Pilze noch ein echtes Rätsel für mich. Oh, Merlins Haus. Oh, wunderschön. Wow, das ist ja richtig toll, Merlin. Oh, danke. Habe ich selber gezaubert. So. Ein goldener Türknauf. Merlin, was ist das denn? Möchtest du dies weitergeben? Ja, klar. Wie wundervoll! Ein goldener Türknauf mit einem eingravierten M. Es sieht zwar nicht nach viel aus, Adeline, aber du weißt, dass deine Bemühungen gegen das Vergessen nicht umsonst waren. Ich habe das hier im Dorf gefunden. Jemand muss aus seinem Haus ausgesperrt sein. Wem gehört er? Ich dachte, unser ansässiger Experte für Seltsames könnte wissen, was das ist. Wem gehört er? Oh. Nun, das gehört einem bezaubernden jungen Mädchen namens Mirabel Madrigal. Der erste Herrscher wollte, dass sich Mirabel wie zu Hause fühlt. Also hat er mit meiner Hilfe ihr Haus verzaubert, um sie an ihr Zuhause zu erinnern. Der Zauber gab dem Gebäude die Kraft, Mirabels Freundlichkeit und Energie wiederzuspiegeln. Aber trotzdem. Wir hatten nicht erwartet, dass Mini Cassita so magisch sein und ihre Bewohner so sehr beschützen würde. Was meinst du? Als das Vergessen stattfand, begann Mirabel, wie viele von uns, ihre Erinnerungen zu verlieren. Eines Morgens war ihr Haus dann nicht mehr da. Ich begann schnell nachzuforschen und entdeckte etwas Erstaunliches. Um Mirabel zu beschützen, verschwand ihr Zuhause in einem eigenen kleinen Universum. Dass wir diesen goldenen Türknauf finden, kann nur eins bedeuten. Mini Cassita überlegt sich, zurückzukommen. Aber zuerst muss sie beweisen, dass das Tal wieder sicher ist. Ich bin bereit, alles zu tun, was nötig ist. Wie beweist man das einem Haus? Jetzt verurteile ich sogar die Gebäude. Na, ich würde sagen, ich bin bereit, alles zu tun, was nötig ist. Wunderbar! Nun, Häuser glauben an Taten, nicht an Worte. Außerdem ähnelt Häuser oft... Ähneln? Was? Außerdem ähneln Häuser oft ihren Bewohnern. Um zu beweisen, dass das Tal für Mirabel sicher ist, musst du die Werte der Madrigals verkörpern. Was sind die Werte der Madrigals? Nun, ich hörte, dass sie immer daran glauben, ihr Dorf zu vereinen, um der Gemeinschaft zu helfen. Und ich erinnere mich daran, dass Mirabel sich bei allen hier versicherte, dass ihre Bedürfnisse erfüllt würden. Oh, und sie liebt Fotos, falls das hilft. Ich könnte ein paar Fotos von Dorfbewohnern machen. Was die Bedürfnisse aller betrifft, ich könnte fragen, was die Dorfbewohner brauchen und ihnen ein paar Geschenke machen. Ah, das sind wirklich gute Ideen, Adeline. Es könnte ausreichen, sich mit einigen der Dorfbewohner zu unterhalten. Hey. Schließlich freut sich jeder, wenn man an ihn denkt. Nimm diesen goldenen Türknauf. Er ist mit Dreamlight angereichert. Je mehr gute Taten du vollbringst, desto mehr Magie wird er erhalten. Sobald er genug hat, kehrt Mini Cassita zurück. Ich werde das mal ausprobieren und mit dir reden, sobald ich fertig bin. Wow, die Madrigals. Cool, und Mini Cassita. Das heißt, wir haben gleich ein kleines magisches Haus hier im Tal. Cool. Du meine Güte. So. Ha, und schon wieder müde. Du meine Güte. So. Ja, vielleicht sollte ich mir auch was zu essen holen. Oder nochmal nach Hause. So. Ein bisschen zaubern. Geht auch noch. Oh,
So, und das war's schon. Wie sieht's denn aus? Was haben wir denn hier alles Schönes? Ein Kleiderbeutel. Oh, ein schwarzer Faltenrock. Aha. Gut, ich würde jetzt sagen, den brauche ich nicht so unbedingt. Hallo Häschen. Na? Oh, du bist ja süß. Du bist ja süß. Na? Ja, kurz nach Hause. So, hier ist der Stein wieder da. Was? Das geht aber schnell. So. Und vielleicht kaufe ich mir dann doch irgendwas. Hier unterwegs mal. Was haben wir denn Schönes? Himbeeren haben wir jede Menge. Da mache ich mir einfach hier mal aus Himbeeren und Äpfeln mal einen schönen Obstsalat. Ja, oh, super. Was haben wir noch? Wir haben noch hier so einen 5-Sterne-Bereich auch. Einen Ranch-Salat kann ich nicht machen. Ratatouille geht auch nicht. Apfelkuchen. Da fehlt mir Butter. Ja, also ein paar Sachen fehlen mir einfach. Gegrilltes Gemüse könnten wir machen. Oder ich mache einfach hier Regenbogenforellen. So, einfach mal Fisch mit Basilikum und Oregano. So, müsste einfach gegrillter Fisch sein dann oder so. Ah, gegrillter Fisch. Ah, lecker. So, und Salat 5-mal. Ja. Schwupp. Ein deftiger Salat. Ja, super. Okay, dann noch ein bisschen Karotte. Haben wir auch hier. Ein bisschen Salat. Auch nochmal deftiger Salat. Super. Ja, das ist doch super. So, und jetzt schmeiße ich hier nochmal 2 Karotten rein. 2 Äpfel. Und ein bisschen Oregano. So. Köstliches Gemüse. Ah, wieder ein neues Rezept. Super. Das ist doch klasse. So, dann ja, haben wir jetzt erstmal ein bisschen Energie und was zu essen dabei. So, das gibt auch Punkte für Merlin. Aha. Dann nehme ich das auch mal. Ja! Level 9, juhu! Wow. Die passenden Hosen, hätte ich mal gesagt. Ein großartiger Rock. Passend zu den astralen Stiefeln. So. Dann haben wir das. Ja, lieber Merlin, ich glaube, ich muss mal ganz kurz den Cut machen. Das war es dann für diese Folge, ihr Lieben. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bedanken fürs Zuschauen und sage bis gleich. Und wir machen natürlich hier mit Merlin weiter. Macht's gut, ihr Lieben. Bis gleich.